Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zum Serienfinale von Conan Exiles. Und was wäre so ein Serienfinale ohne krassen Showdown, den wir uns hier liefern? Wir befinden uns aktuell vor einer Tür, die einigen vielleicht bekannt vorkommen könnten. Ich habe mir hier meine Armee aus guten Kriegern zusammengestellt. Ja, wir sind ausnahmsweise wieder zu zweit, denn wir werden es vielleicht auch brauchen. Wir befinden uns in Clails Festung, wo wir noch eine Rechnung mit der Arena-Championistin offen haben. Und wir brauchen verdammten Schlüssel. Aber wir kriegen das auch ohne Schlüssel hin. So, keine Ahnung, wo wir den Schlüssel jetzt herbekommen, deswegen gehen wir einfach mal den Umweg. Da ist er. So. Machen wir halt hier. Oh, ich bin durstig. Machen wir halt hier einen kleinen Umweg. Da wollen wir hin eigentlich. So, und ja, wir werden gleich da sein. So, Leute. Drückt mir die Daumen, dass wir hier zum Finale das Ganze hier noch schaffen werden. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Es wird auf jeden Fall spannend. Und ja, ich konnte mir das nicht nehmen lassen. Ja, ich sag ganz ehrlich, wie es ist, dass den Steinnasenkönig werde ich gekonnt ignorieren, denn ja, das ist ein beschissener Boss, sage ich, wie es ist. Da habe ich keinen Bock jetzt mehr drauf. So, aber das, was wir jetzt hier vor uns haben, das will ich auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben unseren Durchgang verpasst. Kann das irgendwie sein? Okay, Leute, ich suche mal einen kleinen Moment weiter. Wir sehen uns gleich wieder. So, ja, geil. Klassische Fehler von mir. Aber, ja, zum Abschluss können wir uns das mal gönnen. Denn, ja, hier, der Weg war direkt hier am Eingang. So, Leute, da steht sie. Hat nur einen Totenkopf. Jetzt mal die Frage, was wäre, wenn die drei Totenkörper hätte? So, ich schicke mal meine NPCs vor. Ich hoffe, das Gift von der Königin ist hilfreich. So, das letzte Mal war es halt auch so, dass wir sie anfangs relativ gut unter Kontrolle hatten, genau mit diesen Hits, dass er halt umgefallen ist zwischendurch. So, aber das, oh Alter, wir machen richtig gut Schaden aktuell. Wir machen richtig gut Schaden. So, nice, das gefällt mir. Okay, ich glaube, das hätte ich sogar mit der Dalincia alleine geschafft. Oh, wow, 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 wow. Okay, das war hier fast mein Leben, was hier komplett draufgegangen ist. So, super. Aber die haut halt, also wenn sie trifft, haut sie richtig rein. So, nice. Leute, ihr dürft. So, genau. Einfach mal drauf. Und hier, du tötest hier keinen, Leute. Wow, 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 aber mich fast. Scheiße. So, hier direkt noch einen zur Sicherheit. Und wir haben sie. Nice, Leute. Wir haben die Arena-Championistin finally besiegt. Und zwar gar nicht so schwer, muss ich sagen. Rüstungsfragmente brauchen wir zwar jetzt nicht mehr unbedingt. Oh, scheiße. Ich sehe gerade, wir haben hier Herz der Sande immer noch dabei. Das wäre bitter gewesen, wenn wir jetzt hier gestorben wären. So, Leute, aber wir haben es geschafft. Wir haben unser letztes Ziel hier doch noch irgendwie erreicht und jetzt muss ich mal gucken, hier ist die Tür offen. Kommen wir da irgendwo hin, wo wir noch nicht waren bisher? So, wäre vielleicht ganz interessant zu wissen. Nur jetzt mal so rein informativ, um zu wissen, oh, das. Okay, nee. Sieht interessanter aus, als es eigentlich ist. Ich habe jetzt gedacht, da wäre jetzt der überkrasse Ultra-Loot oder sowas, den wir jetzt hier bekommen. Aber nee, wir haben einfach nur die Arena-Championistin besiegt. Das war's. So, Freunde. Aber dafür haben wir unseren wahrscheinlich letzten Obelisken in dieser Serie. Was? Du musst epische Exil-Objekte lernen, um dieses Objekt nutzen zu können. Okay. Okay, ist ja gut. Epische Exil-Objekte. So, ich würde mich ja jetzt dafür interessieren, wo wir das lernen können, wo wir das herbekommen. Aber Leute, ihr wisst ja, das ist das Ende dieser Staffel, diese Folge. Und ich wollte eigentlich nur diesen Kampf hier austragen, deswegen, jo, seid mir nicht böse, wenn ich da jetzt nicht weiter nachhake. Achso, da kommen wir ja gar nicht durch. Und ja, Leute, das wollte ich abgeschlossen haben für den
für das Staffelfinale und wir sehen uns jetzt, ja, da, wo wir unsere Artefakte abgeben müssen. Bis gleich. So, Freunde, und damit befinden wir uns finally hier an der Grenze zwischen Wald bzw. Highlands und der Wüste. Und hier oben, irgendwo da, dürfte unser Ziel sein. Ich versuche jetzt einfach mal irgendwie hier hochzukommen. Ich glaube, das hier ist utopisch, das zu schaffen. Deswegen gehen wir mal außen rum. So, den scheiß Elch ignorieren wir jetzt einfach mal, weil ich... Ach verdammt, der ist verdammt schnell. So, ich habe aber eigentlich keinen Bock auf den. So, Leute, wir gehen jetzt mal hier hoch. Wir sind mittlerweile zu krass für dich. Wir haben keinen Bock auf dich. So, wir wollen das Spiel jetzt hier zu Ende bringen. Und ja, Leute, so zwischen der letzten Szene und dieser Szene wurde ich so, ja, ein klein bisschen sentimental, muss ich ehrlich sagen. Denn wir haben jetzt hier 4 Monate zusammen verbracht und ja, es sind viele, viele neue Zuschauer dazu gekommen, auch viele, die hier regelmäßig mit mir interagieren, kommentieren und alles. Und ja, wir haben uns gemeinsam hier jede Menge aufgebaut. Und ja, es ist irgendwie schon traurig, dass das Ganze jetzt hier enden wird. Vor allem, da es ja eigentlich uns so viel Spaß gemacht hat. Ja klar, wir hatten gute Zeiten, wir hatten auch schlechte Zeiten und sowas. Aber irgendwie, ja, es wird mir fehlen hier diese Zeit in Con. Gerade halt auch, weil wir gemeinsam, beziehungsweise ich habe mit euch zusammen dieses Spiel hier komplett neu erkundet, neu kennenlernen dürfen. Und ja, ich bin auch richtig, richtig dankbar für die ganzen Tipps und alles, die mir gegeben hat, habt. Und ja, bevor ich jetzt hier anfange loszuheulen, nee, so schlimm wird's nicht, aber bevor es jetzt hier eskaliert, halt die Klappe und wir dürften jetzt uns hier vor dem finalen Schrein befinden, oder? Also wenn wir jetzt nichts vergessen haben oder übersehen haben oder irgendwas in die Richtung, müssten wir eigentlich fast fertig sein. So, wir haben der glänzende Trapezöder. Wir haben Diadem der Riesenkönige. Wir haben Herz der Sande. Wir haben Maske der Hexenkönigin. Wir haben Stern des Meisters und Tränen zweier Völker. Also wenn jetzt noch irgendwas fehlt, ja, seht ihr mich live im Besen fressen, Leute. So, Altar des Chaosmundes. Wir gehen rein und... Okay, müssen erstmal alles platzieren, was wir hier so drin haben. Warum sind jetzt hier die anderen Sachen verschwunden? Und das hier nicht? Das kann ich auch nicht anklicken. Was ist jetzt hier gerade passiert? Warum ist das Zeug weg? Warum ist nur das eine hier drin? Ach, warte mal, dem muss... Okay, Leute, ich war jetzt gerade hier vollkommen auf dem Holzweg und musste echt überleben. Ein Schlüsselstein zum Öffnen des Armbands. Wir haben alle Artefakte reingegeben und den haben wir bekommen. Glaube ich zumindest. So, wir benutzen den mal. Dein Armband entfernen und aus dem Land der Verdammten fliehen. Dadurch wird dein Charakter gelöscht, das Spiel neu gestartet. Okay, wir wollen das Spiel hier offiziell beenden. Ja, wir hätten jetzt die Möglichkeit, hier noch endlos weiterzuspielen. Aber wir wollen das jetzt hier final abschließen, dieses Kapitel, dieses Let's Play. Und wer weiß, ob wir in Zukunft nicht noch einiges mehr an Con machen. Ich habe ja gesagt, es wird nicht enden. Ja, Leute, es gibt noch jede Menge in Con zu entdecken, ob es jetzt private Servers sind mit PvP, PvE und sowas, ob es nur PvP ist, ob es jetzt als auf SIP da ist und so. Es gibt noch jede Menge, Leute, also Con wird nicht enden, aber jetzt mit dieser Folge wird diese Staffel hier enden. Und wir klicken einfach mal auf Ja. Aus dem Land der Verbannten fliehen. Leute, wir gehen. Wir gehen einfach. Wir verlassen hier dieses verdammte Gebiet. Wir können einfach rausspazieren. Er geht. Wir haben unseren Frieden gefunden, Leute. Unser Ziel erfüllt.
Wir sind eine der wenigen, die es geschafft hat, diesen verfluchten Ort hier zu verlassen. Okay, da war nochmal eine Zwischensequenz, die man nicht mehr erkennen konnte. So, und wir sind in der erneuten Charaktererstellung. Leute, wir haben es offiziell geschafft. Ich habe mir zwar jetzt irgendwas Krasseres am Ende vorgestellt. Irgendwie was Episches und sowas, anstatt dass er einfach aus der Wüste rausläuft. Aber ja, okay. Ist halt so. Müssen wir mit leben. Wir haben es trotzdem geschafft, Leute. Wir haben gemeinsam über vier Monate Con Exiles hier erlebt. Ihr zusammen mit mir Dulli, der noch keine Ahnung hatte von Con, der hier zigtausende Tipps von euch annehmen musste, damit er überhaupt das Spiel halbwegs auf die Reihe bekommt. Und dafür bin ich richtig, richtig dankbar. Auch die ganzen Abos, die ganzen Kommentare, die ganzen Likes, die ganzen neuen Leute, die ich durch dieses Spiel hier kennengelernt habe. Und ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Es hat mega Spaß gemacht und wie gesagt, es wird an der Stelle auch nicht enden. Ich werde zwar jetzt eine kleinere Pause machen, erstmal von Con. Ja, man braucht irgendwann halt auch mal ein anderes Spiel und sowas. Aber ich hoffe, das, was darauf folgt, wird euch auch genauso gefallen wie Con. Vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar weniger. Für die anderen gibt es immer noch Valheim. Und ja, wie gesagt, Con wird nicht allzu lange auf sich warten lassen, aber nach so einer langen Zeit ist ein bisschen Abwechslung gar nicht so verkehrt. Ich denke mal, die meisten können es nachvollziehen und so. Und ja, was soll ich jetzt noch lange hier rumtratschen, Leute? Es zieht sich alles nur in die Länge. Ich bedanke mich hier hochoffiziell bei allen Leuten, die mich hier in dem Projekt unterstützt haben, abonniert haben, geliked haben, kommentiert haben. Und ja, ihr seid die Besten. Wir sehen uns wahrscheinlich demnächst wieder, bald wieder, im nächsten Video wieder. Mal schauen und ja, vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung, Leute. Grüße gehen raus an euch all da draußen. Ihr seid die Besten. Ihr seid die beste Community, die ich haben kann. Und ja, Alter, jetzt dieses verdammt Sentimentale, wenn man nicht weiß, was man sagen soll und einfach alles rauslässt, was gerade einem auf dem Herzen liegt und so und im Prinzip keinen Punkt findet. So, Leute, ihr wisst, was ich meine, ihr wisst, was gesagt werden sollte, was ich gesagt haben wollte und ja, an der Stelle danke fürs Zuschauen, danke für den Support auch auf das letzte Video hier von dem Let's Play. Und ja, würde mich freuen, wenn mir noch ein nettes Kommentar da lasst, vielleicht sogar ein Like für die Folge, vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und in Zukunft mehr Con auch sehen wollt. Würde mich freuen, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, was auch immer dann kommt, euer CrispyDex und haut rein!